kriege erst meinen Ring. Genau. So, Plax mal 4. Sehr schön. Hops, hops, hops. Dann machen wir das doch gleich mal, sonst vergesse ich das nachher wieder. Runter. Und runter. Da ist das Fass, okay. Aber wofür ist denn die andere Truhe, die wir nicht öffnen könnten ohne Schlüssel? Ich bin ja davon ausgegangen, dass da die Waffen drin sind. Na gut, machen wir einfach unsere Runde. Einer von 8. Leer. Die werden uns sogar gefolgt, die Goblins. Wie geil. Okay. 2. Und wie vermutet, zieht sich das doch ein wenig. 3. Haben schon richtig kleine Gänge hier. Eigentlich müsste ich auch in jeder Zelle die Waffen, die Wände überprüfen. Aber ich denke mal nicht, dass in einer Gefängniszelle ein Secret sein wird. Das wird doch ein wenig komisch. Also ja, die Goblins sind eher angekettet und könnten da nicht gegen tippen, um zu gucken, ob es Secret ist oder nicht. Naja, passt schon. Also 4 von 8. Kommt ihr mit auf die andere Seite der Karte? Ja, kommt ihr. Sehr cool. Also die Spielmechanik dafür ist vorhanden. Das heißt, theoretisch könnten irgendwelche Gegner auch später mal mit über die Karte wechseln. Das wäre auch eine schöne Überraschung. Also ja, schön, Anführungszeichen, ne? Ihr wisst ja, ich mag immer so eine Sachen, die das Spiel schwieriger machen. Oder einfach realistischer oder interessanter. Und dann sage ich schön. Schön heißt nicht, dass es für den Charakter gut ist. Nur, dass es für mich interessant ist. So, 5. Gleich fertig. Nö. Auch schön wäre, wenn es wirklich mehr Goblins geben würde, als wir befreien müssten. Und wenn wir dann den einen extra Goblin oder was auch noch befreien, dass es dann irgendein Secret gibt. Oder Erfolg oder Bonussequenz oder einfach nur einen klugen Spruch von unserem Helden. Aber schaut nicht so aus, dass die letzte Zelle und das ist der letzte Goblin. Na gut, man kann nicht alles haben. Dann kommt man mit, Jungs. Wir gehen jetzt zurück zu dem Fass mit dem anderen Goblin. Ah, der Fass-Goblin könnte uns vielleicht den Schlüssel geben für die Truhe, wo wir nicht wissen, was drin ist. Die da oben rechts hinter der Tür. Boah, wird sogar einigermaßen Sinn machen. Dass er bei seiner Flucht irgendwie über den Schlüssel gestolpert ist, aber dass der falsche Schlüssel war. Bla 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 bla. Und hier hast du für den erfolgreiche Mission. Mal gucken. Geschafft. All deine Freunde sind nun frei und die Skelette zerstört. Skelette? Orks. Du kannst nun nach Hause gehen. Ich danke. Ich habe nichts zu geben außer einen Schlüssel. Weiß nicht wofür. Jo. Hey, diese Goblins folgen mir immer noch. Sie sind zu dumm und schwach, um alleine zu überleben. Sie nehmen wohl an, dass du ein Anführer bist. Mach dir das zunutze und setze sie als Schilder ein. Ich nehme an, wenn sie hier bleiben, werden sie erneut gefangen genommen. Aber wenn sie mit mir kommen, werden sie die nächsten Wächter nicht überleben. Falls sie überhaupt so weit kommen. Anscheinend gibt es nur eine Möglichkeit. Wir müssen sie wieder einsperren. Denkst du darüber nach, sie zu opfern? Keine schlechte Idee. Nein, ich werde sie nach Hause bringen. Zur Mine mit den anderen Goblins. Verwende sie als Schilde. Nee, lass mal. Also muss ich die kurz alle weglocken. Unbekannter Schlüssel. So, Jungs, kommt mal mit. Das ist geil. Nee, hier war es nicht. Ich frage mich gerade, ob die mit dem Heiligen Schein auch mitkommen. Weil von hier aus zur Mine zu laufen, ist ja doch ein wenig langatmig.
Aber ich teste das gleich mal aus. So. Truhe. Magischer Beutel mal 4. Erhöht die Kapazität deines Inventars um 10 weitere Gegenstände. Yay. Sehr geil. Genau das haben wir gebraucht. Vor 10 Folgen oder so. Sehr schön. Okay, Shift 1. Und ich habe ganz viele Goblins bei mir. So, speichern. Hopp. Mini, mini, mini. Das war unten rechts. Und wo waren da die Goblins? Zu Hause sein, dankbar, dankbar. Okay, hier waren anscheinend die Goblins. Das macht doch nichts, Mann. Du immer Freund, du immer willkommen. Siehst du, Zera, ich habe endlich ein paar Freunde an diesem schrecklichen Ort gefunden. Freund dieser Kreaturen? Ja, warum nicht? Du denkst, du machst das besser? Natürlich, ich bin diesen pathetischen Kreaturen in jeder Hinsicht überlegen. Dann zeig es. Zeig mir, dass du ein besserer Freund bist, als die Goblins sind. Ich muss gar nichts zeigen. Nur große Worte. So, weg hier. Was haben wir noch? Wir haben immer noch den lila Bereich oben links. Zip. Zip. Die Tür? Ja, die Tür. Das war das mit den Elektroschockern, die instant meine Pets braten. Das fand ich nicht so toll. Pet, weg mit dir. Und ting, ting. So. Licht an. Du kommst mit. Du kommst mit. Ah, du bist so ein komisches Krabbelding. Sieht aus wie aus Oblivion, diese Spinnen. War doch Oblivion, oder? Weiß ich gar nicht. Licht. Oh, das geht noch ganz schön weiter hier. Oh. Wie kommt es, dass wir so schnell zum Boss konnten? Normalerweise muss man doch erstmal hier und da und dort irgendwas machen, bevor man da hinkommt. Den ganzen Teil hier könnten wir eigentlich vollkommen überspringen. Das finde ich komisch. Oh. Oh, ein verrückter Wissenschaftler. Das kann ja nur interessant werden. Bestimmt schreit er am Ende, es lebt. Kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Oh, eine Truhe. Morgenstern. Morgenstern war nicht so gut, oder? Oh, doch. Gesegnet durch die Geister der Windes erlaubt diese Waffe 2 Schläge während eines einzigen Angriffs. Das klingt doch besser als unser Schnellzuhauen. Ausrüsten. Und Schnelltaste 2. Also eben hat es einmal geklappt, dass ich 2-mal zuhauen konnte. Aber so wirklich klappt das nicht schon wieder. So, erst noch ein bisschen scharf. Klar. So. Was hast du zu sagen? Einer dieser Bastarde, die Strahlen verschießen. Aber dieser hier ist unbewaffnet. Mach dich bereit, ich werde dich so bearbeiten, dass selbst ein Tricorder deine Reste nicht identifizieren kann. Warte. Das bereust du. Nein, warte. Deine Feinde sind auch meine Feinde. Wirklich? Kannst du mich davon überzeugen, bevor ich dich in 2 Hälften teile?
Mit einem Morgenstern ist das bestimmt schmerzhaft. Der mehr zerstörerische Erfindung baut, wird Erfinderchef. Weiter. Ich erfand Säureflüssigkeit, die schafft Säuregeschosse. So, du bist also der Verantwortliche, du Bastard. Aber Durmok schuf Golems und gewann Position den Erfinderchefs. Ich wurde ohne Ehre degradiert, während Durmok Medaille nahm. Wenn du Durmok tötest und seine Arbeit zerstörst, gebe ich dir 400 Münzen. Ha, das sind Tonnen von Geld. Ja, stimmt schon. Du bringst Medaille als Beweis. Ja gut, wir werden ihn wahrscheinlich eh töten. Weil wir alles töten, was nicht gerade uns irgendwas gibt. Oh, 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 was war das? Hatte ich vorher schon so wenig Leben oder war das gerade ein sehr, sehr starker Treffer? Gucken wir mal. Erstmal hochheilen. Oh. Also. Oh. Toll, die Essenz, die ich nie benutze. Also hier ist dann nichts mehr. Links rum. Erwache, großer reiner Geist, ich rufe dich. Wer bist du? Mein Name ist Saruman und im Namen der Magie und alles, was sie repräsentiert, stehe ich vor dir, um dein unglaubliches Wissen zu empfangen. Sag mir, oh großer reiner Geist, welch erstaunliches Wissen wirst du mir gewähren? Alchemie und Veränderung. Mein Wissen beeinflusst die Grundelemente, aus der alle Kreaturen und Dinge gemacht sind und lässt sie dich manipulieren. Um die Magie der Veränderung in Alchemie zu verwenden, benötigst du ein Objekt, das das Herz meiner Disziplin darstellt, den Stein der Weisen. Sein Geheimnis wird gut bewacht durch meine Studenten und Anhänger. Ich werde dir das Geheimnis seiner Herstellung offenbaren, da ich sehe, dass du das Potenzial hast, ein großer und weiser Meister zu werden. Du musst in den Besitz folgender Zutaten kommen. Pyrit? Oh, warte. Dazu musst du tief in die Mine steigen. Ja, ich weiß. Wir dachten mal, das wäre Gold und haben dagegen gehauen. Das war kein Gold. Also Pyrit, Quecksilber. Halb Eisen, halb Wasser sind die Kräfte beeindruckend. Du solltest davon etwas auf den Tischen hier im Laboratorium befinden. Schwefel. Du kannst Schwefel nur von einer Kreatur bekommen. Eine aus Feuer und Erde, halb Mann, halb Flamme. Also hinter dem einen lila Portal in der Flammenwelt, wo der Drache war. Und gelbe magische Essenz, ja. Die Drogensuchtigen wieder. Das wird zu einfach, es macht keinen Sinn. Über was redest du, Alter? Reine Geister sind unsterbliche Wesen und ihre Weisheit ist ebenso groß wie ihr Alter. Es ist schwer zu glauben, dass du sie alle betrügen konntest. Einfach nur Glück gehabt, vermute ich. Zu viel Glück. Das könnte stimmen. Aber ja, ich habe ja immer noch die Theorie, dass Hanakon das Ganze hier quasi zulässt. Oder wir vielleicht Hanakon sind oder irgend sowas. So, da geht's ganz runter. Nee, ich werde mal gucken, was da ist. Licht. Und ein geweihter Dolch. Jetzt können wir runter. Und jeden Tisch durchsuchen nach Quecksilber. Garstiges kleines. Ach, diesen Doppelangriff macht er automatisch. Nur halt recht selten. Okay. Oh, wollen wir wieder heilen. Noch eine Nebenquest. Und es ist Edgar mit den Scherenhänden. Nein, Edward. Und wie heißt du, Ork? Wer bist du? Warum versteckst du dich hier? Einst war ich eine Maschine, gebaut, um Kekse zu machen. Nein. Aber mein Vater gab mir ein Herz und hat mich in einen Ork verwandelt. Und all diese Scheren? Unglücklicherweise ging mein Vater in die andere Welt herüber, bevor er sie durch Klauen ersetzen konnte. Und warum brauchst du all diese Scheren, um Kekse zu machen? Ist es nicht logischer dafür, einen Kneter oder Form zu benutzen? Wenn ich dir neue Klauen besorge, was würdest du mir dafür geben? Ich kann den Garten verschönern, indem ich Figuren in Bäume und Büsche schneide.
Ich habe keinen Garten. Ich kann Papierfiguren schneiden? Nein. Ich kann dein Haar schneiden und dich zur Fashion Week schicken. Nein. Wenn du mir ein großes Eis bringst, kann ich Schnee machen. Ich bringe dir einfach so Klauen, okay? Nebenbei, wo kann ich in der Nähe Orks finden? Du findest Ork-Wärter im Turm hinter der Brücke. Okay. Also ja, den Film mochte ich. Auch die Anspielung war einfach nur cool. Kein Quecksilber. Nö. Da unten ist doch bestimmt Quecksilber bei den ganzen Blubs. Ich habe irgendwie nicht so wirklich das Bedürfnis, da runter zu gehen. Bogen. Au. Okay, erstmal du. Okay. Oh. Hammer raus. So. Ja, nee, bevor ich mit dem wieder anlege oder Energie verschwende für einen Heilzauber, erstmal abspeichern, heilen. Und wir sehen uns gleich wieder.